Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, Let's Retro oder Let's Play will ich es gar nicht nennen, sondern Let's Vorstellung von alten, grottigen Spielen, die vielleicht keiner mehr kennt oder der ein oder andere schon. Denn wir spielen für ein paar Sekunden oder Minuten Alley Cat. Alley Cat ist ein schönes Spiel von 1984 und ich habe es in meiner Kindheit mit einem Freund gezockt auf einem Schneider-PC. Ja, man wird gleich sehen, worum es geht. Entschuldigung, wenn meine Tastatur ein bisschen laut ist, aber ich habe halt keinen Joystick, der hier gefordert wird, sondern mache das Ganze mit Tastatur. Und manchmal neige ich dazu, zu stark auf die Tasten zu hauen. So wie wir in Kitten als Schwierigkeitsgrad. Wir spielen, wie man unschwer erkennen kann, eine kleine schwarze Katze. Und diese ist verschiedenen Gefahren ausgesetzt, wie man sieht. Sehr einfach zu verwirren, indem irgendwas auf sie geworfen wird oder eine Maus auf sie tritt. Man läuft, man kann verschieden hoch springen, je nachdem wie schnell man ist. Manchmal kommt ein Hund. Und vor dem Hund muss man in Acht sein oder aufgeben? Ja, aufgeben kann man auch. Man muss vorsichtig sein, dass einen der Hund nicht erwischt, denn sonst, ja, passiert das gleiche, was passiert, wenn ich da oben einfach runterhüpfe. Denn sonst frisst er einen oder verprügelt einen zumindest. So, das Ziel der kleinen Katze ist es, in die schwarzen Fenster zu kommen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann gibt es ein paar Minispiele. Hier zum Beispiel das mit dem Besen, da muss man das Aquarium da betreten. Man kann den Besen ablenken, indem man Schmutz macht. Und dann kann man dieses kleine Fischglas hüpfen. Muss man wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. So. Und hier zum Beispiel muss man jetzt diese Fische alle fressen. Und dabei darauf achten, dass man nicht, ja, erstickt. Denn wenn die Katze eine andere Farbe annimmt, dann ist man kurz vorm Ersticken. Außerdem muss man diese komischen Zitterale da nicht berühren, denn sonst macht Zap. Und genau, man hat wieder mal verloren. So, startet dann neu das Spiel. Es gibt verschiedene Levels, die auch im Prinzip durch die verschiedenen Tonnen da unten gekennzeichnet sind. Ah, das Käse-Level, ja, das ist schön. Da muss man die kleinen Mäuse fangen, die im Käse sind. Man konnte auch irgendwie... Gott, ich habe vergessen, wie das geht. Irgendwie konnte man... Mit irgendeiner Taste? Ah, mit der Alt-Taste kann man durch die Käselöcher durch. So, eine Maus habe ich. Zweite Maus. Ah, dritte Maus. So, wenn man so ein Minispiel geschafft hat, dann kriegt man eine Score und dann kommt ein Fenster mit einem Miau. Und man muss ein Geschenk einsammeln und ganz oben ist eine Katze, die man mit diesem Geschenk halt beschenken muss. Aber die anderen Katzen hier, die möchten nicht, dass man zu dieser Katze kommt und werfen einen halt immer runter. Soweit so logisch. Außerdem, die Pfeile sorgen dafür, dass die Herzen entsprechend kaputt gemacht werden. So, dann küsst man die Katze und alle sind happy und Herzen erscheinen und alles ist toll. Und man fällt wieder von alleine. Ja, es gibt halt mehrere dieser kleinen Minispiele, mal gucken. Ah, hier haben wir das mit dem Kanarienvogel, also man muss im Prinzip dafür sorgen, dass der Vogel rauskommt, den muss man dann fangen. Sehr einfache, simple Grafik und trotzdem zu schwierig für mich. Und manchmal wird man auch wieder aus dem Fenster rausgekegelt. Mal gucken, was wir hier unten noch haben. Na, komme ich nicht hin. Ah, wieder Kanarienvogel. Und da war wieder der Hund. Ja, ich zeig's nochmal, wie das aussieht, wenn man vom Hund gefangen wird. Oh, hier sehen wir nochmal das Spinnenlevel. Das ist auch sehr toll. Man muss da oben die... Ah, verdammt. Von der Spinne gegessen worden. Ja, dann lassen wir uns doch einfach nochmal von dem Hund verprügeln. Und beenden damit quasi auch schon den kurzen Ausblick auf ein uraltes Spiel. Von 1984, Alley Cat heißt es. Vielleicht findet ihr das ja auf der ein oder anderen Abandonware-Seite, denn ich glaube, mittlerweile hat das tatsächlich kein Hersteller mehr geclaimt. Aber ich will mich dann nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.